Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir sind hier gerade in Jarlaheim an der Jovik Stall Arena. Und zwar dachte ich mir, wir machen heute mal eine kleine Rennenfolge. Einfach, ja, um ein bisschen zu chillen. Wir stehen hier nämlich bei dem lieben guten Mark und bei Archie. Und mal gucken, was der Gute von uns will. Hallo, du bist also Tilda, was? Willkommen an der Jovik Stall Arena. Hallo. Mein Name ist Mark und ich stamme ursprünglich von einer ganz anderen Insel, dem Vereinigten Königreich Großbritannien. Ich bin leidenschaftlicher Vielseitigkeitsreiter und vertrete Jorvik bei Rennen auf der ganzen Welt. Ich lebe schon seit vielen, vielen Jahren auf Jorvik. Diese reizende kleine Insel ist zu meinem neuen Zuhause geworden. Es hieß sogar mal eine Weile, dass die Baroness mich für meine Dienste im Reitsport zum Ritter schlagen würde. Aber da ist letzten Endes leider nichts draus geworden. Es gab wohl einen medienwirksamen Skandal. Irgendwas mit einem Mädchen, das in einem Turm eingesperrt war? Naja, heutzutage nehme ich nicht mehr an Vielseitigkeitsrennen teil. Aber mein alter Kumpel ist nach wie vor an meiner Seite. Darf ich vorstellen? Archibald Reynolds, der 443. Abkömmling einer äußerst angesehenen Abstammungslinie von Trakehner. Ich nenne ihn aber einfach Archie. Was? Warum guckst du mich so an? Evas brillante Idee, drüben im Goldblattstall das Springen und Geländereiten zu kombinieren, hat mich dazu inspiriert, auch eine solche Rennstrecke auszuarbeiten. Möchtest du sie ausprobieren? Klar, warum nicht? Du hast Glück. Der Jorvik-Stall wird gerade von einem neuen Rennen beehrt. Gib mir einen kurzen Moment, damit ich meine Kleidung glatt streiche und meine Rede noch einmal durchgehen kann. Bitte keine Rede. Na, Hallöchen. Willkommen zum Jorvik-Stall Schlangenbiss. Du wunderst dich bestimmt über den Namen meines Rennens, nicht? Als ich damals als junger Spund nach Jorvik kam, war ich den Sommer über in der Schlangenbiss-Lodge oben im Norden einquartiert. Viele Jahre später waren die Westons so freundlich, mich mit ihrem Bruder Hermann bekannt zu machen, damit ich ein eigenes Rennen entwickeln konnte. An keinem geringeren Ort als an Jorviks ältestem und renommiertestem Stall, genau hier. Ich werde meine bescheidenen Anfänge nicht vergessen und den Namen dieses Rennens habe ich so gewählt, um die Lodge zu ehren, auf der meine Liebe für das Vielseitigkeitsreiten ihren Anfang nahm. Aber hey, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Der Jorvik-Stall Schlangenbiss wartet. Okay. Oben im Norden also. Ich meine, wenn wir uns mal die Karte angucken, ist da oben im Norden nicht wirklich was. Ist das vielleicht ein Hinweis auf eine Gebietserweiterung? Ich meine, ich habe von der Schlangenbiss-Lodge noch nie was gehört. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es ja wirklich ein Hinweis auf eine Gebietserweiterung. Naja. Jetzt kümmern wir uns hier erstmal um dieses wunderhübsche Rennen. Das wirklich ganz, ganz toll ist eigentlich. Ich bin es, glaube ich, bisher nur zweimal geritten. Weil ich bisher noch nicht so viel gelevelt habe. Aber es ist eigentlich ganz cool, dass auch hier mal wieder ein neues Rennen kommt. Ich meine, Pferde-EP kann man ja immer gebrauchen, gell? Warum ruckelt das immer mir so hart gerade? Keine Ahnung. Wir machen auch gleich wahrscheinlich noch das Rennen bei Mali, das diese Woche reinkam. Das will ich dann auch noch machen. Dann habe ich nämlich wieder alle Rennen soweit freigeschaltet. Und dann machen wir in der nächsten Folge wieder was anderes. Ich wollte jetzt einfach nur gerade was Kleines zwischendurch machen. Muss ja auch mal sein. Ja, Rennen ist schick. Das Rennen ist schick. Also kann sich sehen lassen. So, Marc. Toll geritten. Es hat Spaß gemacht, zu beobachten, wie du an jedes einzelne Hindernis der Strecke herangegangen bist. Wenn du es noch einmal ausprobieren willst, du bist jederzeit herzlich dazu eingeladen. Bis dann. Tschüsschen. Ja, das war doch mal cool. Ich finde, Archie ist auch so ein hübsches Pferd, gell?
Ich mag die Trakehner ja auch. Irgendwann zieht auch noch einer auf Tilda ein. So, dann fahren wir jetzt mal gerade nach Silverclade, damit wir das Rennen noch bei Mali machen können. So, wir sind bei Mali. Gemüse, Gemüse, nichts als Gemüse. Salatköpfe und Zwiebeln und Kartoffeln. Oh, Hallöchen Tilda. Hallöchen Tilda. Wie isst du Kartoffeln am liebsten? Gekocht, als Püree oder im Eintopf? Tatsächlich mag ich Pellkartoffeln sehr gerne. Mit ein bisschen gesalzener Butter, Salz drüber, dann schön zermanschen. Herrlich. Warum ich frage? Weißt du, es ist so, vor langer, langer Zeit hatten wir einmal einen wundervollen Feiertag. Wir begingen jedes Jahr das Kartoffelfest. Aber diese Ungläubigen im Dorf wussten die Großartigkeit der Kartoffeln einfach nicht zu schätzen und haben diesen Feiertag gestrichen. Was würde mein lieber alter Vater nur dazu sagen? Er ist vor 11 Jahren gestorben, also muss er nicht miterleben, wie ein Jahr vergeht, ohne dass das Kartoffelfest abgehalten wurde. Mali, du sagst erst 15, dann erfährst du, dass er lebt und jetzt sagst du wieder, er ist tot. Ach, egal. Ich hatte wirklich gedacht, es würde wieder zu neuen Ehren kommen. Mein Bruder Barney hat mir all das Gemüse geliefert, das ich dafür gebraucht hätte. Aber jetzt stehen wir da. Ohne Fest und mit mehr Grünzeug, als ich essen kann. Ich könnte natürlich einen richtig guten Eintopf kochen. Aber dann müsste ich auch meine Brüder einladen. Und das würde bedeuten, dass ich auch Courtney einladen müsste. Und wir wissen beide, dass sie ohnehin schon viel zu oft hier ist. Einmal im Jahr ist einmal zu viel. Hey, vielleicht können wir Kartoffelbatterien machen. Wir können damit diese seltsamen Erfindungen mit Strom versorgen, die Kani sich immer ausdenkt. Vielleicht könnt ihr ja sogar Big Bonnie sie gebrauchen. Warte mal, du und Phantom, ihr bestreitet doch gerne Pferderennen, stimmt's? Ich werde euch ein Parcours aufbauen. Wie klingt das? Los geht's! Okay. Kartoffelrennen! Ach, das ist doch mal ein schönes Lied hier. Ich fühle mich mit dem Hut von Mississippi Jones und dem Hemd von Marley auch richtig wohl gerade. Das ist mal ein schönes Rennen. Mal was anderes. Einfach mal so über Kartoffeln springen. Das ist cool, das Rennen. Das ist wirklich schön. Auch hier so ein kleiner Gemüsestand. Das ist cool. Achso, da hinten. Ach ja, so kann er auch Abend auch mal ausklingen lassen. Boah, ich glaub's nicht. Ich hatte heute so einen Stress. Ich habe zwar bis 15 Uhr geschlafen, beziehungsweise ich lag bis 15 Uhr im Bett. Aber dann waren wir eben noch einkaufen und unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen. Das heißt, ich darf morgen das ganze Zeug per Hand spülen. Und ich habe sie versucht zu reparieren. Aber leider liegt es anscheinend an so einem Ding, was durchgebrannt ist. Und das kann ich selber nicht reparieren. Das heißt, ich muss meinen Schwiegervater um Hilfe bitten. Und das ärgert mich, weil ich solche Sachen lieber alleine mache. Jiha! Und dabei hat mein Vater immer gesagt, mit Essen spielt man nicht. Sag's nicht weiter, aber Barney hat ein Geheimnis, mit dem sein Gemüse unendlich lange frisch bleibt. Wenn du also mal wieder vorbeikommen und das Rennen wiederholen möchtest, kann ich das Gemüse rausholen und den Parcours wieder aufbauen. Yay! Das ist doch cool. Ich bin dafür, da wir noch ein bisschen Zeit haben, dass wir jetzt gerade noch hoch zu Mario reiten und da jetzt gerade noch die Dailies machen. Ich habe jetzt seit 2 Tagen rumprobiert, diese Spielmaschine wieder ans Laufen zu bekommen. Die zeigt die ganze Zeit so eine Fehlermeldung an. Von wegen, irgendein Rohr sei verstopft. Ich habe alle Rohre abgemacht, habe alle durchgeguckt. Keins davon ist verstopft. Die zieht auch Wasser, die pumpt nur nicht ab. Beziehungsweise die pumpt zwar ab, aber dann geht zwischendurch das einfach aus. Und ich habe jetzt im Internet rumgeguckt und es liegt anscheinend an diesem scheiß Aquastopp-Dinge. Dass da ein Ventil kaputt ist, das normalerweise wieder zurückspringen müsste, damit die weiter abpumpen kann. Aber dieses Ventil geht halt nicht mehr zurück in seine normale Position. Und es riecht auch ein bisschen angekokelt, also wie so ein verbranntes Kabel. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es daran liegt. Weil die Pumpe funktioniert noch.
Die Spülmaschine ist nicht verstopft. Und Wasser kann die auch noch ziehen, beziehungsweise sie pumpt ja auch zwischendurch ab. Aber dann fällt die immer wieder in dieses, ja, ich kann nicht mehr abpumpen. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses blöde Ventil kaputt ist. Das ist nervig. So, Sterne überm Feld, Kabelebrim für die Sterne und Observatoriumsrennen. Komm, wir machen noch das Rennen. Ich hasse es, Leute um Hilfe zu fragen für irgendwelche Sachen. Deswegen mache ich die Sachen auch lieber alleine, aber ich traue mich nicht da dran, weil das Zeug mit Strom ist und wir wahrscheinlich dass die Sachen dann aus der Spülmaschine wieder ausbauen müssen. Das heißt, aber das Schlimmste ist, mein Schwiegervater hat wahrscheinlich erst wieder nächstes Wochenende Zeit. Das heißt, ich darf jetzt die ganze Woche lang die Sachen per Hand spülen. Ich weiß, das ist ein Luxusproblem, aber ich hasse es zu spülen, weil ich es hasse, wenn dieses Spülmittel an den Händen ist. Zäh. Ich kann aber auch nicht mit Handschuhen arbeiten. Das heißt, ich muss in den sauren Apfel beißen und die Sachen spülen. Also wirklich Lust habe ich da drauf? Ja, nicht, gell? Aber was muss, das muss. Aber es ärgert mich. Ich habe auch richtig schlechte Laune eben gehabt, weil die hat eben funktioniert und dann ist sie wieder in diesen Modus gefallen, so, hey, ich kann nicht abpumpen. Sie hat aber davor abgepumpt. Und die lief, ich glaube, eine halbe Stunde lang lief, die hat abgepumpt, hat alles gemacht, wunderbar. Und dann wieder, ja, hallo, kann ich abpumpen? Das ist so nervig. Aber, bah. Ich krieg aber auch diesen blöden Filter da nicht raus, beziehungsweise dieses blöde Aquastopp-Dinge kriege ich nicht raus. Weil das mit einer blöden Rohrzange festgemacht ist und ich habe keine Rohrzange und ich krieg das nicht mit Hand aufgedreht. Da wollte mir eigentlich eben eine Zucchini-Lasagne machen, aber ich habe so schlechte Laune bekommen, dass mein Schatz mich angesehen hat und gesagt: Komm, wir kochen heute Abend nicht, sonst bist du nur noch schlechter gelaunt. Da dachte ich mir: Ja, danke. Dann gab es bei uns heute Abend Fertigzeug, Baguettes. Ey. Ich bin so genervt. So. Da müssen wir so viel laufen. Habe ich keine Lust drauf. Ach, ich mache das dann gleich noch alleine. Ich meine, wir haben jetzt knapp 13 Minuten. Das sollte reichen. Haben heute ein bisschen mal gechillt, ein bisschen gequatscht und ich guck mal, dass wir in der nächsten Folge wieder wohin gehen, wo wir ja ein bisschen weitermachen können. Hier zum Beispiel bei im Grüntal haben wir noch was zu tun. Hier in den Hollow Woods haben wir noch was zu tun. In Vorpinter haben wir noch was zu tun. Vorpinter ist allerdings Story Quest. Hier Südhof haben wir noch was zu tun. In Dundalk haben wir noch was zu tun. Im Dinotal haben wir natürlich auch noch was zu tun. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ah, und hier. Vielleicht gehen wir in der nächsten Folge an die vergessenen Felder. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Naja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!